So, ja. Willkommen in die Runde. Vorstellung der Programmanträge des Arbeitskreises Soziales. Der Arbeitskreis Soziales hat für den kommenden Landesparteitag ein Programmkapitel eingereicht. Also das heißt etwas, was das Kapitel Sozialpolitik im hessischen Programm bilden könnte. Das Ganze ist als Komplettantrag eingereicht mit vielen Unterpunkten und also als Blockantrag und auch als Sammlung aus Einzelanträgen. Das heißt, es soll zunächst als Blockantrag abgestimmt werden. Wird das nicht genommen, dann werden die Einzelanträge abgestimmt. Es gibt eine Präambel und es gibt dann einen Haufen Unterkapitel zu Einzelaspekten, zu sozialpolitischen Einzelaspekten. Die Präambel halten wir für fundamental, auch um ein sozialpolitisches Programmkapitel zu begründen. Die Unterkapitel sind so, dass sie jetzt nicht aufeinander verweisen. Das heißt, wenn da einer von nicht genommen wird oder mehrere von nicht genommen werden, dann funktioniert der Rest immer noch. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn möglichst viel davon durchkäme, nach unserer Ansicht. Ich würde jetzt gerne das ganze Programm durchgehen und etwas Blick darauf, auf die Zeit heißt das, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Unterpunkte wir haben, 10, 12, sowas, heißt das, dass wir für jeden vielleicht 6 bis 10 Minuten brauchen können, sollten. Uns interessieren natürlich besonders kritische Rückmeldungen, weil das, ja, noch ist die Änderungsphase, das heißt, was jetzt hier besprochen wird, kann auch in den Programmtext, in die Begründungstexte auch noch einfließen. Die Begründungstexte sind, glaube ich, auch immer noch etwas spärlich, was natürlich nicht für die beantragten Texte selber gilt. Genau, ich werde zwischendurch dann Notizen mitmachen über Rückmeldungen, was dann noch was da kritisch betrachtet wurde. Ja, zunächst mal. Das ist die Präambel, die ist jetzt auch im Moment vollständig im Bild. Ich weiß nicht, soll ich vorlesen einmal den Text oder soll ich euch das einfach in Ruhe zum Lesen überlassen? Das ist vielleicht vorlesen. Schlecht zu lesen. Vorlesen, ja, der Beamer kann auch nicht besser. Vorlesen ist dann. Dann lese ich den mal vor. Wir Piraten verstehen die Gesellschaft als einen Verbund von Menschen, die in gegenseitiger Verantwortung dafür einstehen, dass jedes Mitglied sein Leben in Würde, selbstbestimmt und ohne Angst führen kann. Dazu gehören Chancengleichheit und die Möglichkeit zur Teilhabe am sozialen, politischen und kulturellen Leben, ebenso wie die freie Entfaltung des Individuums, auch mit ungewöhnlichen Lebenskonzepten. Die Möglichkeit zur freien Entfaltung, Teilhabe und einem Leben in Würde darf nicht von Bedingungen abhängig sein oder durch den ökonomischen Nutzen des Einzelnen relativiert werden. Wir Piraten wenden uns daher gegen Benachteiligung, Diskriminierung und Ausgrenzung jeder Art, auch aus Gründen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Aufgabe staatlicher Gesellschaftspolitik ist es, die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse seiner Bürger zu sichern und Interessenkonflikte auszugleichen. Dabei verstehen wir Piraten den Staat als Dienstleister und nicht als normative Kraft. Die Achtung der Rechte und grundlegenden Bedürfnisse eines jeden muss Leitgedanke seines Handelns sein. Der Staat legitimiert sein Bestehen dadurch, dass er das Vertrauen seiner Bürger erwirbt und erhält. Dazu gehört, dass er diese proaktiv in der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützt und Hilfestellung anbietet und dass er die Verständlichkeit seiner Anliegen sicherstellt. Fehlende existenzielle Sicherung, Chancengleichheit und mangelnde Möglichkeit zur Teilhabe gefährden den sozialen Frieden. Die oft entwürdigende Behandlung durch offizielle Stellen schaffen eine zunehmende Distanz zwischen Bürgern und Staat. Beides bedroht den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Ordnung. Soweit. Wobei ich jetzt gerade etwas irritiert bin, weil ich glaube, dass der letzte Absatz die Begründung hätte sein sollen. Aber gut, soweit erstmal den Text bis hierhin, ab dann fangen Unterkapitel an. Ja. Zwei kleine Änderungsvorschläge. Bei Interessenkonflikte würde ich das S einfügen zwischen Interessen und Konflikte
Und bei dem letzten Absatz würde ich vor Chancengleichheit klar machen, dass es sich um fehlende Chancengleichheit handelt, weil auch wenn das Fehlende von existenzieller Sicherung damit rübergezogen werden kann, ist es sprachlich so nicht verständlich. Deshalb würde ich entweder bei Chancengleichheit einfügen oder aber fehlende oder dann davor setzen, damit es klarer ist, um was es geht. Ansonsten finde ich den Text super. Ja, ich stoße mich ein bisschen an dem auch aus Gründen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Das klingt so, als wenn man einen Ansatz von Verständnis dafür hätte, wenn es aus wirtschaftlichen Gründen. Also auch selbstverständlich, dass es aus wirtschaftlichen, dass es wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kein Grund ist. Das ist gemeint. Das hat es irgendwie. Nochmal zur Erinnerung, gebt ihr bitte die Mikros weiter für den Stream. Danke. Ich möchte das nochmal wiederholen. Kann jemand anderes protokollieren? Du kannst auch direkt hier reinschreiben, wenn du möchtest. Okay. Ja, also ich würde dringend davon abraten, Sachen zu streichen, weil sie ja selbstverständlich sind. Genau das ist in Gernsheim mit der Bildung passiert. Das fand ich was ganz Schlimmes, weil es ist nicht selbstverständlich, auch wenn man das vielleicht nicht glauben kann. Es ist nun mal nicht so. Ja, oder anders im Text dann, ja. Ja, oder dass man das anders in den Text irgendwie einbaut, weil so klingt es. Es ist vielleicht noch verständlich, aber wir sagen dann nochmal explizit, dass es auch nicht aus Gründen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, also aus dem Mangel an Leistungsfähigkeit sein darf. Also das ist, hebt es auf so, für mich so auf so eine eigenartige Weise hervor, die mich wundert. Also es ist einfach so ein Gefühl, als ich gehört habe, habe ich sofort bei mir irgendwie einen Alarm ausgelöst, dass man das besser in den Satz einbaut, dass eben wirtschaftliche Gründe und, sowie kein Anlass zu Diskriminierung und Ausgrenzung jeglicher Art sein dürfen, irgend sowas, nicht auch so als drangehängt noch, damit man ja auch weiß. Und so. Das ist einfach so ein Gefühl, also ich weiß jetzt gar nicht genau. Also ich kann es verstehen, wenn es so als positive Diskriminierung jetzt hier verstanden wird für diese eine Gruppe. Und das ist auch als solche gemeint, dass niemand aufgrund seiner fehlenden Fähigkeit, aufgrund seiner, seiner Persönlichkeit eben benachteiligt werden darf. Ja, klar. Das ist die Aussage, aber man kann es natürlich auch anders formulieren. Würde ich jetzt gerne den Text mehr. Also die Intention war natürlich, dass Diskriminierung aus anderen Gründen viel offensichtlicher ist, also viel weniger benannt werden muss. Ja, dass jemand nicht diskriminiert werden darf, weil er eine schwarze Hautfarbe hat oder sowas, das ist kein erläuterungsbedürftiger Diskriminierungsbegriff. Während die Diskriminierung aus wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit etwas ist, was schnell mal so hinten runterfällt. Das war unsere Annahme und deswegen diese besondere Erwähnung. Die Frage ist, ob das kontraproduktiv ist, das so herauszuheben. Ich verstehe die Argumentation. Vielleicht. Ja, es ist grundsätzlich nicht dagegen, sondern das kann man ja redaktionell verändern. Also ich wollte es einfach so einwerfen. Ja, aber mich würde mal interessieren, wie das so ansonsten, wird das eher allgemein als unnötige oder kontraproduktives Herausheben betrachtet oder ist das eher sinnvoll, das mal zu betonen? Also die Ablehnung von Diskriminierung, Benachteiligung aus anderen Gründen ist in einerseits selbstverständlich und kommt in anderen Basisprogrammpunkten auch immer wieder vor. Hier wird, finde ich, zu Recht darauf abgehoben, dass es halt eben um die Wirtschaft geht, weil es geht hier um Sozialpolitik und deshalb finde ich das eigentlich in Ordnung, so wie es ist. Hättest du denn einen besseren Formulierungsvorschlag? Ich finde es gut, dass es so drin steht, denn das ist etwas, was tatsächlich und nicht in kleinem Umfang stattfindet. Aber es wird totgeschwiegen. Ja,
Denn letztendlich, wenn man, wir haben schon fast einen Marktradikalismus. Ja, alles, was nicht zum Markt passt, muss irgendwohin ausweichen, wird irgendwohin ausgewichen, um es von meiner Warte aus genauer zu sagen. Das ist ein Grund, warum ich der Meinung bin, man kann den Märkten das nicht überlassen und deswegen sollte man auch sowas richtig herausführen, denn wir haben auch Leute, die nicht mehr so leistungsfähig vielleicht sind, aber einem Unternehmen in anderen Bereichen wertvoll Hilfe sein können. Und da muss mal Umdenken stattfinden in unserer Gesellschaft, dass wir alle nur noch dahinter herhecheln, leistungsfähig zu sein, damit wir nicht hinten rausfallen. Ja, deswegen denke ich auch, dass es drin bleiben sollte. Einmal aus dass der Mensch nur noch als Wirtschaftsfaktor wahrgenommen wird, ja, und er ist nur noch dann Mensch und darf hier mitmachen, wenn er auch was leistet. Und ich hatte gerade noch was ganz Wichtiges. Kommt wieder. Ja, kommt wieder. Also ich wollte auch nicht, dass das irgendwie ersatzlos gestrichen wird. Ich wollte das im Text so ausgedrückt, dass es zentraler ist und nicht so als Anhängsel. Und vergesst nicht die mit mangelnder Leistungsfähigkeit. Das war mein Wunsch. Ich möchte gerade diesen Aspekt besser betont wissen und in der Mitte des Textes sehen, nicht so am Rande mit, ach übrigens, so kommt mir das vor. Nur kurz eine Frage, auf welchen Teil hast du es jetzt raus? Grundsätzlich oder weitergehend? Also wenn da ist eine Einsparung, wo es ganz lange Buchstreich ist und eine redaktionelle Veränderung. Und ich wollte noch, was mir wieder eingefallen ist, wollte ich noch sagen, dass auch fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Folge davon ist, dass diese Leute für die Unternehmen gearbeitet haben. Ja, logisch. Herberts letzte Einwand oder Zugabe möchte ich dazu stimmen, sollten wir vielleicht sogar machen. Denn wenn wir das Wort Leistungsfähigkeit benutzen, müssen wir es auch definieren in so einem Dokument, denn es ist ja nicht nur die körperliche Einschränkung von durch Behinderung, ja, das sind ja auch andere Gründe, psychologische Gründe und die zur Einschränkung der Leistungsfähigkeit führen. Das heißt, das dann näher zu definieren oder auch an anderer Stelle mal hervorzuheben, denke ich schon, sollte auch ein zentraler Punkt bei uns Piraten sein. Und da halten wir einfach fest, dass man das vielleicht redaktionell so aufstellen kann, dass es in diesem Text zentraler und verständlicher sichtbar wird und dass wir uns da alle einig sind, dass das ein wichtiger Punkt ist. Also, nur ein Satz. Also, ich bin eigentlich auch der Meinung, nach den Begründungen eben, dass man es mehr hervorheben sollte, wäre die Formulierung insbesondere aus Gründen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eine Lösung. Willst du in die Richtung? Auch das wäre ein Anhängsel. Ich möchte es mehr in der Mitte des Textes sehen. Also ein eigener Satz praktisch. Ja, genau. Okay. Ihr wolltet ja insbesondere kritische Stimmen hören. Ja. Es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch eine Weile mich zurückgehalten. Auch ein bisschen schwierig in Worte zu fassen. Ich finde den Text gut inhaltlich, das ist gar keine Frage, aber er ist mir, das ist vielleicht auch das, was jetzt hier in den Anmerkungen so ein bisschen angeklungen ist, er ist mir zu wenig prägnant. Es ist mir, wenn ich diesen Text als Ganzes jetzt durchgelesen habe, es bleibt sehr wenig hängen, weil die Punkte an sich eben in diesem sehr großen Textgerüst so verschachtelt drin sind. Das Problem ist, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich euch das Ganze was ich euch für konstruktive Verbesserungsvorschläge machen kann. Ich kann euch auch jetzt schlecht anbieten, bei dem Text noch weiter mitzuschreiben, weil ich dafür schlicht keine Zeit habe. Einfach als Hinweis für euch. Also inhaltlich finde ich super, aber das ist auch das, was einer meiner Hauptkritikpunkte an dem großen Bildungsantrag war, schlicht und einfach, dass
dass wir uns wirklich knapper und direkter ausdrücken sollten, das, was wir konkret anders machen wollen, wo wir uns von anderen abgrenzen und wirklich konkret Forderungen reinschreiben. Ja, ich weiß. Ich wollte es nur jetzt schon mal. Ja, also ich hätte jetzt auch argumentiert, das war wie gesagt die Präambel. Wir kommen dann konkret zu den Anträgen und da wird es, denke ich, schon ziemlich prägnant. Magst du die Frage vielleicht am Ende nochmal stellen? Ja, gerne. Ich bleibe ja sowieso die ganze Zeit hier. Das ja. Okay, magst du jetzt noch was dazu sagen? Oder? Ganz kurz vielleicht. Ja, gerne. Das ist kaum mehr als ein Satz. Das ist richtig, das ist nur die Präambel, aber wenn schon, denn schon. Also irgendwo, ich will einfach vermeiden, so nicht prägnant, also ich will einfach möglichst diese nicht prägnanten Sachen in unserem Programm vermeiden, weil unser Programm wird immer, das hatte ich auch auf dem Bildungs-LPT gesagt, unser Programm wird immer riesiger, immer umfangreicher und es wird auch einfach immer schwieriger zu lesen für die Bürger und immer schwieriger auch nicht nur für die Bürger, sondern auch für unsere eigenen Mandatsträger, dieses Ding zu lesen und selber herauszukristallisieren, was ist jetzt eigentlich unsere Parteimeinung? Und deswegen lege ich da halt so großen Wert drauf, auch in Präambeln. Ich denke, den Präambel drückt das erstmal das grundsätzliche Menschenbild aus. Und das im Bild-Zeitungsstil zu halten, finde ich kontraproduktiv. Ja. Ich bitte darum, mal erstmal das hier als eine Einführung in das Thema zu verstehen, als Vorwort zu verstehen, als eben Präambel. Das ist nicht anders als was wir uns vorstellen, wie wir mit den Menschen gemeinsam arbeiten in Fragen der Sozialpolitik. Die einzelnen konkreten Anträge kommen ja noch, aber allgemeine Kritik ist immer leicht anzubringen. Ich würde gerne mit euch diskutieren wollen heute, wenn da konkret zum Beispiel an irgendeinem Satz oder in irgendeinem Wort oder irgendeiner Stellung hier konkret Änderungsvorschläge gibt oder Verständnisfragen gibt oder Diskussionsbedarf besteht. Dieses ist mir nicht so konkret genug, ist mir auch nicht konkret genug. Ja, also ich verstehe das Anliegen. Ich habe in Gernsheim auch gegen einzelne Sätze aus dem Bildungsprogramm gestimmt, weil sie mir zu unscharf und unnötig waren tatsächlich. Andererseits haben wir beim Verfassen des Programms gemerkt, wir brauchen eine Grundlage, aus der sich dann folgerichtig Detailfragen ableiten. Und diese Grundlage muss erstmal eben breiter sein und unschärfer sein. Ich weiß damit nicht richtig umzugehen. Wir werden nochmal rangehen an die Formulierung und versuchen, das Ganze präziser zu machen, ohne es konkreter zu machen. Das ist der Punkt. Konkreter, dafür sind ja die Punkte da. Eine Grundlage ist halt allgemein. Ich weiß nicht genau, ich verstehe das Anliegen, aber ich weiß nicht genau, wie man damit besser umgehen kann. Ich würde jetzt mal weitergehen zum nächsten Punkt. Ja, irgendwas. Ja, so präziser oder sowas. Keine Ahnung. So. Jetzt kommen wir zu den ersten Punkten, die dann entsprechend einzeln abgestimmt werden könnten. Auch das ist nochmal ein halb allgemeiner Teil, weil wir mehrere Unterkapitel, Unterpunkte zu Arbeit haben. Und das hier ist sozusagen diese Unterpräambel für den Bereich Arbeit, aber die stellt schon etwas Wichtiges heraus. Die Piratenpartei Hessen setzt sich für eine Neudefinition des Begriffs Arbeit ein. Arbeit ist nach unserem Verständnis nicht nur gleichzusetzen, da muss noch ein Nicht rein, Entschuldigung, nicht nur nicht gleichzusetzen mit Erwerbsarbeit, auch beispielsweise ehrenamtliche Betätigung, Dienst an der Familie oder kulturelles Schaffen, kurz alles, was der Gesellschaft dient, ist als Arbeit zu sehen und verdient entsprechende Anerkennung. Jeder Mensch soll nach seinen Neigungen und Fähigkeiten arbeiten können. Ich
erläutere das jetzt nicht weiter, weil es wird ja dann im Programm später auch unerläutert stehen und bitte um Rückmeldungen darauf. Also ich kann es gerne gleich weiter erläutern, aber... Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die, also die Überschrift gefällt mir nicht so gut, aber inhaltlich gefällt es mir sehr, sehr gut. Also ich, mir spricht aus der Überschrift noch nicht direkt, dass das jetzt eine Neudefinition von Arbeit sein muss, weil da liegt ja der Schwerpunkt eigentlich drauf. Aber grundsätzlich, also das ist jetzt auch wieder Kamel, das ist Kleinscheiß. Also da, das, ich wollte es nur angemerkt haben. Klasse. Okay, wenn es dazu im Moment keine Rückmeldung gibt, dann kann ich jetzt noch was erläutern, das dazu sagen. Das ist quasi der halbe Weg zum BGE. Ja? Also es geht darum zu sagen, wir müssen eben Erwerb und mit Erwerb auch die Grundlagen des zum Leben zu bekommen und den Begriff der Arbeit trennen. Und das heißt natürlich auf der einen Seite, was meistens in der Hauptsache beim BGE verstanden wird, die Grundlagen des Lebens müssen unabhängig von Arbeit sein. Aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass Arbeit befreit wird von dieser Vorstellung, dass sie nur dazu dient, irgendwie das Geld ranzuschaffen. Deswegen Ehrenamt kommt noch ein eigenes Kapitel später, ist zum Beispiel ein ganz interessanter Punkt dazu. Also ist auch das eigentlich nur so ein Übertext auf kommende weitere Ausführungen, weil allein kurz alles, was der Gesellschaft dient, wenn du da jetzt einen eher linksorientierten hinhockst und der kommt mit Kuchen verteilen unter den Menschen, irgendein Christen, der die Welt unter sich untertan machen will und irgendein Öko, der den Planeten erhalten will, dann wird dann eine Streitfrage entstehen, was dient jetzt alles der Gesellschaft, was nicht. Also von daher ist es eigentlich nur eine Überschrift, auch das ist nur eine Überschrift, weil zu alles, was der Gesellschaft dient, fällt mir eine Palette von Möglichkeiten ein, die man vielleicht auch nochmal für die Piraten spezifizieren sollte. Könnte. Ja, wobei Zielvorstellung bei dem Antrag wäre, jetzt eben erstmal so allgemein zu halten, dass man sich im konkreten Fall dann immer noch darüber einigen kann, muss, was denn jetzt gemeint ist. Ja, also, so. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu noch. Christian hat ja schon gesagt, das ist der halbe Weg zum BGE. Wir setzen uns dafür ein, dass Arbeit, egal ob es jetzt Erwerbsarbeit ist oder etwas anderes, gewürdigt wird. Das heißt also, ehrenamtliche Tätigkeit, Pflege von Angehörigen, Kindererziehung und so weiter. Es wird nämlich in dem Moment, wo das BGE vielleicht irgendwann realisiert wird, nicht so sein, dass die Leute nicht arbeiten. Es ist die Frage, wie Arbeit interpretiert wird. Das ist der wesentliche Punkt. Arbeit, der Spaß macht. Ja, okay. Ja, der Ausgangspunkt für diese Geschichte ist das sogenannte Bremer Modell. Ich weiß nicht, ob jemand mal was davon gehört hat. Also das Land Bremen, Stadt Bremen, gleichzeitig Land Bremen, hat eingeführt, dass alle Unternehmen, die für die öffentliche Hand dort tätig sind, gewisse Mindeststandards einhalten müssen, also einen Mindestlohn. Und das ist unserer Meinung nach eine wegweisende Geschichte. Also das verhindert zum Beispiel auch solche Sachen wie Ein-Euro-Jobs, Bürgerarbeit. Es muss eine entsprechende Entlohnung geben. Gibt es Fragen zu dem Thema? Rein, sagen wir mal, Das ist weniger der Antrag selber, ich kenne ihn ja schon, das ist ja unser EQP-Antrag vom letzten Landesparteitag, aber auch da haben wir ihn nicht durchgekriegt. Vorletzten. Deshalb, ich wollte eine Strategiefrage stellen, in welcher Weise wir denn dafür sorgen können, dass wir das endlich auf die Füße stellen. Wie konnte das denn passieren? Ja, das könnte das war ich glaub, ernst. Vielleicht gibt es den Stream noch irgendwo aufgezeichnet. Das kann man kaum erklären, wie geil das gelaufen ist. Bitte sagt gerade jemand, bitte in später sprechen, ja. Nicht nur vor die Nase an. Ach so. Nee, egal.
Ja, also der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Anträge eingereicht wurden, Gernsheim, das Bremer-Modell noch nicht gab. Das heißt, es gibt jetzt einen Ausgangspunkt dafür. Ich wollte nur... Okay. Also eine Frage, die ich mir vorstellen kann, die kommt, ist, wie das dann zum Beispiel mit Subunternehmen und sowas aussieht, ja. Ob darauf noch eingegangen wird. Ja. Alle, die aus öffentlicher Hand Gelder beziehen, so steht es im Thema. Schreibst du sowas bitte mal auf, Stichwort Subunternehmen, das ist ein interessanter Punkt. Ja, also ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man das strategisch besser verkaufen soll. Wenn man das ablehnt, dann ich weiß nicht, es gab in Gernsheim unter anderem das Argument, ich will jetzt nicht mal sagen von wem, dass das für die Kommunen zu teuer wäre. Also was soll man da machen? Da kann man, glaube ich, mit keiner Strategie, wenn die Menge dann auch darauf abfährt, sehe ich nicht wirklich eine Strategie, um das noch unterzubringen. Das Bremer Modell, denke ich auch, mittlerweile kann man anführen, dass ein Bundesland das tatsächlich schon in Gesetzesform gegossen hat, dann kann es doch nicht so absurd sein, dass es in Hessen nicht mal die Piraten fordern können. Ich störe mich ein bisschen im Begriff Leiharbeit. Die nennen das wieder um, mit einem anderen Namen. Das sieht wieder Sache heißt, wir sind ja gar nicht betroffen davon. Gibt es dafür einen übergeordneten Begriff, den man nutzen kann? Aber nehmen wir über das. Ja. Oder Zeitarbeit. Ja, erstens heißt es, würde es offiziell Arbeitnehmerüberlassung heißen. Ja. Ich war ja auch in Gernsheim dabei. Ich weiß auch noch, dass wir es abgelehnt haben. Leider weiß ich überhaupt nichts mehr davon genau, warum, was es genau für Gegenargumente gibt. Das, was du gesagt hast, ist mir jetzt auch noch gerade in den Kopf gekommen, aber das ist ja das Absurdeste überhaupt. Ich wollte jetzt einfach in die Runde fragen, ob sich irgendjemand noch an andere Gegenargumente erinnert. Oder eine andere Frage ist vielleicht auch, bringt das jetzt... Gibt es jetzt in irgendeiner Form vielleicht formale Schwierigkeiten, weil wir das schon mal abgestimmt haben, dass wir jetzt irgendwie erst darüber abstimmen müssen, ob wir das Ganze nochmal abstimmen oder sowas in die Richtung, oder ist es völlig hinfällig, weil wir jetzt einen neuen Parteitag haben? Nö, das war in Gernsheim ein abgelehnter Antrag, das ist ein neuer Antrag hier. Ich meine, man kann einen und denselben Antrag jedes Mal stellen, jedes Jahr dreimal, na zweimal, wenn man, also. Das ist das Cicero-Modell. Ich habe jetzt mal so nebenbei das Argument gehört, was da mal wohl eingebracht wurde, dass es für die Kommunen teuer sein kann. Es ist möglich, dass es teuer sein kann und das ist vielleicht auch teuer, es wird auch irgendwo bezahlt. Allerdings, das ist ein Antrag, der das Land Hessen betrifft, so ist nicht für die Kommune, wo die Kommunen einzeln jetzt das hier vor die Nase gesetzt bekommen, sondern es ist für den Landtag. Und wenn der Landtag etwas beschließt, was die Kommunen durchzuführen haben, gilt das Konnexitätsprinzip. Wer bestellt, der bezahlt. Genau. Und da gilt das nämlich nicht, dass die Kommune das zu übernehmen hat, sondern das Land. Und wir wollen, dass die Gelder in Hessen auch an die Kommunen entsprechend hineinfließen, so dass bei der kommunalen Finanzausgleich das Berücksichtigung findet. Ein anderes Argument zum zu teuer Argument war, es ist unrealistisch und völlig utopisch. Und ich zitiere nur, ja, von diesem unglückseligen Landesparteitag. Vielleicht hat es durchaus mehr Gewicht, wenn hier Bremen schon mal vorgegangen ist. Sind ja auch mal wieder neue Leute dabei. Rein strukturell von der Gestaltung her würde ich die unterschiedlichen Punkte mit Bullet vorne als Aufzählung machen. So geht das im Fließtext alles ein bisschen unter und ineinander über. Dadurch kann man die Klarheit, die du vorhin bei der Präambel eingefordert hast, hier deutlich verbessern. Unrealistisch, also ich persönlich bin der Meinung, dass das Forderungen sind, die für den gesamten Arbeitsmarkt gelten sollten. Und in dem Sinne sollten dann die Kommunen bzw. das Land damit anfangen. Ja. Vorreiterfunktion machen. Und mit dem Bremer Modell haben wir ein Argument, hallo, wir haben sowas schon. Sogar in Deutschland. Also zwei Sachen. Erstens,
Für die öffentliche Hand wird es nicht teurer. Es ist vollkommen egal, ob ich das Geld ausgebe, um die Leiharbeiter oder die Arbeitnehmer, die in Arbeitnehmer überlassen, tätig sind, zu bezahlen, oder ob ich den nachher aufstocke. Genau. Rechte Tasche, linke Tasche. Also das Geldargument kann hier nicht zählen. Was ich versucht habe, das BEMA-Modell als Ausschreibungsrichtlinie einzubringen. Das scheitert, wie gesagt, an den gesetzlichen Regelungen. Ich hatte also versucht, das im Kreistag Darmstadt-Dieburg mit den Kollegen abzustimmen, dass wir sagen, wir reichen das als Ausschreibungsrichtlinie ein, woran man sich halten kann, ist aber nicht durchgekommen, im Vorfeld schon abgelehnt worden. Wenn wir das versuchen könnten, parallel in mehreren nochmal einzubringen, vielleicht klappt es ja, dass man sagen könnte, in einigen Gemeinden, die haben schon so ein Moratorium oder einen Entwurf, da halten sie sich dran, dass wir das auf Landesebene dann hochziehen können. Das wäre eine Maßnahme. Eine Frage noch zum Mindestlohn. Es gibt ja verschiedene Ansätze darüber, wie hoch der sein soll. Und es gibt auch verschiedene Ansätze innerhalb der Piratenpartei, wie hoch der sein soll. Sollten wir in Hessen einen fordern? Oder weil da drin steht ja jetzt keiner. Doch. Also man steht da ein Betrag drin? Ich habe keinen gelesen. Nee, kein Betrag. Beträge sind inflationär Makulatur. Das heißt, wenn du einen festen Betrag reinschreibst, dann ist der. Bitte ins Mikro. Ja, okay. Also ich bin Gegner von festen Beträgen, weil die innerhalb von 2 oder 3 Jahren Makulatur sind durch Inflation und ähnliche Sachen. Neue Währung. Zum Beispiel. Also von daher finde ich diese Definition, nämlich Bezahlung eines Mindestlohns für jede Tätigkeit in einer Höhe, die bei einer Vollzeitbeschäftigung ein Einkommen jenseits der Armutsgrenze bedeuten würde, finde ich den besten Weg, das Ganze zu formulieren. Weil damit hat man, Armutsgrenze ist definiert und wird auch automatisch jedes Jahr anhand des Median-Einkommens neu definiert. Und damit hat man das Ganze auch inflationssicher und währungssicher. Also in Bremen sind das konkret, um jetzt nochmal eine Zahl zu nennen, 8,50 Euro. Ansonsten gebe ich dir völlig recht, man sollte es offen lassen. Zu dem Antrag wäre noch zu sagen, dass davon eine Signalwirkung ausgehen sollte. Also wenn es die öffentliche Hand nicht auf die Reihe kriegt, gewisse Mindeststandards zu bieten, wer soll es denn dann machen? Ja, dann kommen wir zu den Leiharbeitsfirmen, auch bekannt, wie Michael Kiklaus eben gerade gesagt hat, Zeitarbeitsfirmen, Arbeitnehmerüberlassung. Darum geht es, da geht es, dass es eine ungute Tendenz gibt, dass speziell die Jobcenter per Sanktionsandrohung scharenweise Langzeitarbeitslose, Zeitarbeitsfirmen kontrolliert zuführen. Das Ganze ist sanktionsbedroht, also in der Form, man muss zu den Terminen erscheinen, man muss eine gewisse Anzahl von Bewerbungen schreiben, im notwendigen Outfit kommen und da bei solchen Veranstaltungen in der Regel auch Fallmanager anwesend sind, ist der Weg sehr kurz, dann entsprechend Sanktionen zu verhängen. Also so der Motto, da möchte ich nicht arbeiten oder der Lohn ist mir zu gering. Also es wird eine Druckkulisse aufgebaut, die sehr schwierig zu handhaben ist. Und es ist ein wesentlicher Punkt zur Ausweitung des Niedriglohnsektors, der ja ständig weitergeht. Also es wächst gewissermaßen von Minute zu Minute an, dieser Sektor. Mittlerweile übrigens 20% in Deutschland aller Beschäftigten. Geht mir noch nicht weit genug, weil Leiharbeit, Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung inzwischen für viele, die Niedriglohnsektor haben wollen, schon ein alter Hut ist. Inzwischen wird mit Werkverträgen gearbeitet in diesem Bereich. Würde ich gerne auch hier mit drunter fassen oder zumindest erwähnen, weil sonst machen wir ein Loch dicht
und reißen uns ein anderes auf, beziehungsweise das andere reißen die uns auf. Ne? Schon. Ja, kann ich auch nur zustimmen, hast du völlig recht. Das haben wir in der Tat vergessen offensichtlich. Also Werkverträge sind jetzt die neueste Trickserei, kann man schon sagen, in der Richtung. Wo also das System dann auch völlig ausgehebelt wird. Okay, weitere? Zu den Werkverträgen muss ich schon was sagen. Also die Werkverträge werden ja in der Regel auch nicht nur mit Menschen, die jetzt vermittelt werden in die in diese Arbeitsverhältnisse, sondern Werkverträge werden auch für wissenschaftliche Arbeiten, für Projektmitarbeit, für hochwertige Arbeit mit sehr guter Bezahlung und so weiter auch geschlossen. Wir können nicht jetzt hier das reduzieren auf diesen Punkt alleine. Vielleicht noch Punkt, welche Gelder da tatsächlich fließen. Also der Mindestlohn, es gibt jetzt einen Mindestlohn für Zeitarbeitsfirmen, der ist im Westen, also in den alten Bundesländern 7,89 Euro, im Osten 7,01. Doch, die haben, glaube ich, letzte Woche angehoben. Mag sein, aber das ist mit Sicherheit nur marginal. Die Argumentation geht auch noch etwas weiter. Also der Mindestlohn ist sehr niedrig. Das heißt, in der Regel muss danach eh noch aufgestockt werden. Die Konsequenz daraus ist, im Prinzip ist es dann ein staatlich sanktionierter Niedriglohn durch die Aufstockung, der da zustande kommt. Des Weiteren gibt es im Bereich der Arbeitsverträge, die dort stattfinden, dann, wir haben es mal Tricksereien genannt oder Kunstgriffe, wo zum Beispiel eine 35-Stunden-Woche vereinbart ist, aber man muss 40 Stunden arbeiten, als Beispiel. Weiterer Punkt ist, was ist zum Beispiel mit den Fahrtkosten? Werden die erstattet, werden sie nicht erstattet? Ein wichtiger Punkt bei Zeitarbeitsfirmen ist der wechselnde Einsatzort. Also wenn man zum Beispiel morgen in Wiesbaden, übermorgen in Frankfurt, dann in Mainz ist, wer bezahlt die, die Fahrtkosten? Und dadurch kann sich der Betrag von 7,89 reduzieren auf, und das findet auch statt, auf teilweise 5 Euro oder darunter. Und das ist absolut sittenwidrig, unserer Meinung nach. Müsste schon aus dem Grund verboten werden, oder ist eigentlich verboten. Wenn ich jetzt nur den Text lese, dann habe ich Schwierigkeiten, am Schluss was zu verstehen. Die Bezahlung muss der einer Festanstellung in dem Bereich entsprechen, in dem sie letztendlich eingesetzt werden. Ist dies nicht erfüllt, dürfen keinesfalls Sanktionen angedroht oder verhängt werden. Von wem dürfen da wem gegenüber keine Sanktionen verhängt oder? Jobcenter. Der, der Einzige, der Sanktionen androhen oder empfängen könnte, wäre der Leistungsträger. Es geht ja um ALG 212 Empfänger. Ja. Also der Leistungsträger. Sollte man vielleicht auch Leistungsträger reinschreiben. Also jetzt auch gerade bei Leuten, die eben dieses Hintergrund die nicht haben, ist das. Ja. Okay. Die Frage, die Veggie angesprochen hat, ist jetzt etwas unbeantwortet geblieben. Das muss man dann doch eigentlich auch für andere außer den ALG-2-Empfängern fordern. Ja, aber das wäre quasi eine andere Baustelle. Hier, dieser Antrag dreht sich ja darum, wie ALG-2, dass bestimmte Drohmittel bzw. bestimmte Zwangssparten für ALG-2-Empfänger gibt. Die Frage mit den Werkverträgen zum Beispiel, jenseits des Leistungsempfänger-Sache, die wird dann eher sogar abgedeckt durch den Antrag davor mit der Mindestgeld, mit der Mindestlohnanforderung. Und das wäre eine Frage, Michael, das könntest du bitte auch noch aufschreiben, dass wir vielleicht Werkverträge noch in diesen Antrag davor mit aufnehmen. Davor. In den hier gehört das eigentlich nicht rein, weil hier geht es um diesen Druckkulissenantrag. Ich hab da mal eine Verständnisfrage. Also ich habe als chronisch Kranker seit 20 Jahren festgestellt, dass in der Uniklinik die Ärzte nicht mehr eingestellt werden, sondern immer nach einem Jahr gekündigt werden, dann ein Jahr Verlängerung kriegen und nach 2 Jahren oder irgendwas gibt es irgendeine Grenze, wo sie sich quasi einklagen können auf einen festen Job, dann sind die weg in der Regel. Was mir als Patient natürlich besonders übel aufgestoßen ist, weil ich ein Vertrauen aufgebaut habe zu einem Arzt, der mich über Jahre behandelt hat und auf einmal, das ging irgendwann in den 90ern los, dass die Ärzte dann nicht mehr festgeblieben sind, sondern immer im Jahresrhythmus sind das Werkverträge, weil das
Nein, das sind Zeitverträge. Zeitverträge, hat mit Werkverträgen nichts zu tun. Weil der, gut, aber das ist auf jeden Fall auch hoffentlich irgendwo erwähnt. Das ist auch eine ganz üble Erscheinung, die jetzt erst die letzten 20, 25 Jahre greift. Ja, das haben wir noch nirgends drin. Du kannst das ja mal allgemein, das wäre ein weiterer Antrag. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um die Ordnung von Arbeitsvertragsverhältnissen und sowas. Gut, ich dränge mal wieder etwas weiterzukommen. Kannst du auch machen? Ja, also bei dem Antrag geht es darum, es gibt innerhalb des ALG zwei Bereiche, einen sogenannten Regelsatz. Der ist momentan bei 374 Euro. Das ist der Betrag, der in der Regel kommuniziert wird und der bekannt ist. Magst du gleich? Nee, bitte. Und der Regelsatz in sich ist nochmal aufgeschlüsselt. Also da gibt es einen Betrag Lebensmittel, Getränke, Kleidung und so weiter. Also alles, was Strom, was man so zum Leben braucht. Und die Sparte Verkehr, was gleichzusetzen ist mit Mobilität, also wir haben jetzt geschrieben unter 24 Euro, meines Wissens sind es genau 23,46 Euro. Damit kommt man also nicht sehr weit. Also die Konsequenz daraus ist, und darauf wollen wir auch hinaus, die Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben ist dadurch praktisch unmöglich. Das ist auch so. Also Piraten, die zum Beispiel aktiv sein wollen, die müssen sich auch fortbewegen können, zum Beispiel zum Hessen-Campus, zum Landesparteitag, zum Treffen im Kreisverband, zum Stammtisch, wie auch immer. Aber natürlich geht das noch darüber hinaus, also man möchte ab und zu mal seine Freunde sehen, vielleicht auch mal ins Kino gehen, wobei der Betrag im Monat auch nicht sehr hoch ist, also mehr als ein Kinobesuch ist auch nicht drin. Aber das führt auch dazu, dass die Leute sich aus dem Leben ausklinken, dass sie nicht mehr drinstehen, dass sie keine Kontakte mehr haben, dass aufgrund der Tatsache schon ein Job praktisch unmöglich wird, weil viele Jobs werden über Beziehungen vergeben oder Kontakte. Und das wollen wir halt verhindern. Und diese Mobilität soll also jetzt nicht nur einzelne Städte umfassen. Wiesbaden gibt es ein Ticket, da gibt es 25% Ermäßigung, was dann immer noch 50 Euro kostet, was ein Betrag ist, der dann folglich doppelt so hoch ist, wie der Betrag, der eigentlich für Verkehr im Monat vorgesehen ist. Und wenn man den aber trotzdem ausgibt, heißt das, man muss sich in einen anderen Bereich einschränken. Das heißt also im Klartext, man isst weniger oder kauft sich weniger Kleidung, verbraucht weniger Strom oder was auch immer. Und der zielt also darauf ab, dass diese kulturelle, soziale und politische Teilhabe gesichert ist. Mit dem Nebeneffekt, dass dadurch auch Jobs entstehen können, durch Kontakte. Hendrik? Mir greift das ein bisschen zu kurz. Weil es gibt ja jetzt auf verschiedenen lokalen Ebenen den Wunsch, auch überhaupt, wir haben uns, glaube ich, beim letzten Bundesparteitag dafür entschieden oder beim vorletzten, dass wir überregional überall vorantreiben wollen, dass es einen fahrscheinlosen oder kostenlosen bzw. umlagenfinanzierten ÖPNV geben soll. Und auf lokaler Ebene setzen sich viele dafür ein. Und Teile dieser Ideen sind auch immer bestimmte, ich sag's mal, Härtefälle außer dieser Regel besser oder sozialer zu stellen. Und dann greift mir das, was ihr geschrieben habt, ein bisschen zu kurz, weil ich es noch auf jeden Fall ausdehnen wollen würde auf die Kinder und Jugendlichen dieser Familien, die davon betroffen sind. Das sind ja nicht nur die Menschen, die das Geld verdienen, wenn sie überhaupt welches verdienen, sondern eben auch die von ihnen abhängig sind. Ich würde es noch genauer beschreiben, was denn Einkommen sind, was niedrige Einkommen sind, woran das festgemacht wird. Es gibt ja Menschen, die haben überhaupt keine Einkommen, die betrifft natürlich das auch. Und es betrifft auch welche, die vielleicht knapp drüber liegen. Auch die haben Probleme damit, allein schon ein Regionalticket für 60, 70, 80 Euro kaufen zu müssen. Die Frage, mit der ich das Mikro jetzt auch mal weitergebe, wäre, ob das, was Hendrik gerade gesagt hat, Argumente wären, möglicherweise diesen Antrag in der Form nicht zu stellen. Ich finde das durchaus bedenkenswert. Für mich jetzt nicht. Also dass wir generell dafür sind, für einen Fahrscheinlösen ÖPNV, ist für mich erstmal kein Argument, weil wir hatten das Thema
auch in einem anderen Slot hier schon mal und da war ja auch ein Punkt, dass sich das wahrscheinlich auch nicht in allen Regionen umsetzen lässt, schon allein, weil es vielleicht gar nicht in allen Regionen finanzierbar ist und gerade in solchen Regionen sollten wir trotzdem uns zumindest für so ein Sozialticket einsetzen. Aber wo ich völlig bei ihm bin, ist natürlich das Ganze auch noch für Kinder und Jugendliche gegebenenfalls zu machen. Was ich noch sagen wollte ist, ich bin da völlig eurer Meinung, ich finde das auch sehr, sehr gut, wobei es, also wo ich mir vorstellen könnte, wo es Probleme geben könnte oder wo ihr Kritik damit einfahren könntet, ist, dass Leute so ein bisschen die Haltung dann oder die das Gefühl haben, die können ja bald weiterfahren als ich, obwohl ich nicht Sozialhilfeempfänger bin quasi. Also es kostet unheimlich teuer Geld und es wird wahrscheinlich, also einige Leute werden wahrscheinlich so das Bild haben, warum sollen die in ganz Hessen rumfahren können und ich kann mir das gar nicht leisten. Das kann ich mir vorstellen, einfach, dass es als Gegenargument kommt. Das wollte ich nur mal in den Raum werfen. Das wäre von den Leuten ein engständiger und auch noch vom falschen Standpunkt aus betrachteter Vorwurf. Denn es ist ja nichts, was teuer Geld kostet, denn es ist entgangener Gewinn, allerhöchstens. Ja? Das heißt, so ein Sozialticket, der Zug fährt, ob der mitfährt oder nicht. Ja, und wir sind eine Solidargemeinschaft und ich sollte das tragen in dem Fall. Ja. Also es ist wirklich nichts, was extra Geld kostet, außer vielleicht die Verwaltung dieses Sozialtickets. Ja, und das ist nicht so ein Batzen. Wahrscheinlich kommt die öffentliche Hand danach auf die Idee, man kann ja dann den Regelsatz endlich streichen. Könnte man den Antrag eventuell als Brückentechnologie umschreiben? Bis wir den umlagenfinanzierten ÖPNV haben, das fände ich eine sinnvolle Sache. So ist er eigentlich auch gedacht. Ja, also klar, wenn wir den umlagenfinanzierten haben, hat er sich ja übrigens. Ja, auch der sogenannte fahrscheinlose sozusagen oder die fahrscheinlose Ticket sozusagen möglich wäre, das ist noch, steht noch in den Sternen, das ist eine Forderung erstmal. Was hier ist, ist was ganz Konkretes, das ist SGB II, die jedem SGB II-Bezieher, ich glaube 23,70 € vorsieht für die Mobilität. Wir sehen das als unausreichend, das reicht nicht aus, um sich in einem Monat vielleicht seine unmittelbaren Bedürfnisse als Mensch zu befriedigen, indem er zum Beispiel einkaufen muss, bestimmte Dinge dann auch woanders mal vielleicht sich holen muss und so weiter. Vielleicht Arztbesuche, Anwalt und dergleichen. Vielleicht auch Fahrten zu direkten Ämtern und so weiter, wo auch erforderlich ist, dass man hingeht. Nicht einmal dafür reicht das aus. Deshalb denken wir, dass der Mensch sich nicht nur in der Kommune, wo der Betroffene sich aufhält, nun daran partizipiert, sondern auch darüber hinaus. Und das muss auf alle Fälle etwas niedriger fallen als das, was in diesem Kontext für den Einzelnen vorgesehen ist, von 23,70 €. Nur deshalb, weil der Mensch auch außerhalb seines Sozialtickets zum Beispiel auch vielleicht eine Freundin oder vielleicht einen Mann oder vielleicht eine Schwester oder vielleicht jemand anderen hat, wo man auch extra noch eine Fahrt doch bezahlen muss und dass wir doch noch drunter liegen müssen. Um es vielleicht nochmal zu sagen, ich bin ganz bei euch. Also ich will nicht, ich benutze fahrscheinlosen ÖPNV so ungern, weil wenn man die Fahrscheine abschafft und kann mit einer Kreditkarte fahren, dann ist es schon ein fahrscheinloser ÖPNV. Was wir aber meinen, ist einer, bei dem man keinen Betrag bezahlen muss, man fährt. Deshalb muss man entweder umlagenfinanziert oder kostenlos oder steuerfinanziert benennen, damit die Leute wissen, worum es hier eigentlich geht. Genau, also wir fahren in Wiesbaden immer zweigleisig, weil die Linken wollen es steuerfinanziert, wir wollen es umlagenfinanziert und wir kämpfen gerade darum, wer recht hat. Das mal bei an einer anderen Stelle. Mir ging es ja nur darum zu sagen, die Gruppe von Menschen, die ihr bedenken wollt, ist größer als da steht.
Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man die auch mit benennt. Weil es gibt außer denen, ich sag's nochmal, außer denen, die vielleicht arbeiten, auch Menschen, die von ihnen abhängig sind. Und die sollte man auch mit aufnehmen. Das stimmt. Ja, und wie gesagt, ich würde noch hinzufügen, dass das dieser Antrag eine Brückentechnologie ist, weil unser Endziel kann ja nur sein, nicht nur in einzelnen Kommunen einen umlagenfinanzierten ÖPNV zu haben, sondern insgesamt, ja. Hendrik, du hast aber schon gesehen, dass es da die Passage gibt mit der Armutsgrenze. Das geht ja aber nicht weit genug. Verstehe ich das richtig? Es gibt als Bemessungsgrundlage soll der Betrag der jeweils aktuellen Armutsgrenze gelten. Das habe ich so verstanden, dass das die Kosten des Tickets sind. Nein, das ist der Betrag, der den Leuten, also das ist offiziell bei 940, 950 Euro momentan, und alle Leute, die darunter liegen, haben das Recht, dieses Ticket zu erwerben. Ja. Das heißt, das ist der Plan. Nicht nur die SGB II wird sie haben. Ja, ja, das geht darüber hinaus. Das steht auch Stand sollen eben die, noch. Sollen das Ticket kriegen. Okay. Ja. Ja. Also das Ticket darf weniger kosten als die aktuelle Armutsgrenze. Nein. Ja, ja. Hier ging es um den Betrag, der für vorgesehen ist. Der muss ja geringer sein. Ja. Was du gesagt hast, ich kenne jetzt deinen Namen nicht, blaues Hemd? Herbert, hallo. Der Punkt mit den Zusatzeinnahmen. Mit den Zusatzeinnahmen ist so zu, also trifft absolut das, was du gesagt hast. Also es geht kein Geld verloren, es wird Neues generiert. Weil die fahren ja nicht alle schwarz oder fahren nicht alle nicht. Also ich denke, das wäre schon, oder wir denken, das wäre schon über diesen Weg zu finanzieren. So, Entschuldigung, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen drängen, weil wir haben jetzt noch ein Drittel der Zeit und wir haben etwa ein Drittel der Anträge durchbekommen. Wir müssen uns, glaube ich, die Problemlagen nicht wirklich schildern, aus denen heraus wir etwas befassen, und wir müssen uns auch nicht gegenseitig stützen in dem, was wir meinen. Ich springe jetzt mal so ein bisschen, weil ich würde gern zu den kontroverseren Sachen kommen. Eine Frage, ich würde gerne den mal vorstellen. Automatismen für mehr Rechtskonformität. Ich lese ihn mal vor. Die Piratenpartei Hessen setzt sich für eine generelle Lastenumkehr zwischen Bürgern, die eine Sozialleistung beanspruchen, und der Behörde, die diese Leistung erbringt, ein. Da fehlt ein Ein. In strittigen Fällen sollen beantragte Leistungen grundsätzlich zunächst gewährt werden. Wenn später festgestellt wird, dass der Anspruch darauf nicht vorliegt, kann das Geleistete zurückgefordert werden. Die Behörde hat eine Fürsorgepflicht, die Leistungsbeanspruchenden fachkundig darüber aufzuklären, wie weit ihr Anspruch rechtlich Bestand haben könnte. Anspruch, auf deren mangelnde Berechtigung nicht bei Beantragung hingewiesen wurde, dürfen später nicht zurückgefordert werden. Das ist quasi Absatz 1. Irgendwie sind da die Absatzumbrüche weg. Der nächste Absatz ist, wenn eine Leistung nicht in kurzer Zeit nach ihrer Beantragung, sondern verzögert erbracht wird, soll automatisch ein Ausgleichsbetrag zusätzlich zu der Leistung gezahlt werden müssen. Dieser soll kompensieren, dass die Verzögerung eine Belastung für den Betroffenen bedeutet. Für durch die Verzögerung entstandenen Schäden soll unabhängig davon zudem ein Schadensersatzanspruch bestehen. Und der dritte Absatz. Schließlich setzt sich die Piratenpartei Hessen dafür ein, dass die Arbeit von Sozialbehörden aufgeschlüsselt nach einzelnen Abteilungen hinsichtlich der Rechtskonformität, Rechtsverletzung ihrer Maßnahmen bzw. Entscheidungen evaluiert werden muss. Die Ergebnisse müssen vollständig veröffentlicht werden. Entschuldigung, die Absatzumbrüche, das kommt, weil ich das aus dem Wiki kopiert habe, einfach in ein Word-Dokument. Also die sind im Original besser sichtbar. Es sind also drei ganz verschiedene Sachen eigentlich. Das erste ist das mit der Lastenumkehr, das zweite ist das mit einem Verzögerungszuschlag und das dritte ist das mit der Veröffentlichung nach Abteilungen aufgeschlüsselt, wie viele Prozesse diese Abteilung jeweils verloren hat. Dazu hätte ich gern mal, macht das Sinn, dass in einem Antrag einzureichen sollen das drei Anträge sein? Seht ihr in einem dieser drei Punkte kardinale Fehler, Fehleinschätzungen oder ein Widerstandspotenzial, was irgendwie das Ganze von Anfang an in Grund und Boden fährt? Nein, der Klügere gibt nach.
Das war nicht mein Rücken. Nein, das war der Stuhl. Also ich finde es erstmal grundsätzlich sehr gut. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, das in Gen. Also ich lese den jetzt zum ersten Mal, ich habe es vorher noch nicht gelesen, es ist ein bisschen viel jetzt auf einmal, um jetzt irgendwie auf alles zu antworten. Was vielleicht ein bisschen, was eventuell Konflikt bringen könnte, ist, ihr habt ja einmal drin, dass automatisch, wenn mit Verzögerung bezahlt wird, automatisch dann mehr Geld zusteht. Gleichzeitig habt ihr aber drin, dass man auf Schadensersatz verklagen kann. Also es ist ja schon in gewisser Weise ein Schadensersatz, dadurch, dass mehr Geld überwiesen wird. Oder verstehe ich das völlig falsch? Schadensersatz ist ein rechtlich fest definierter Begriff, der einen benennbaren Schaden ausgleicht. Während der Verzögerungszuschlag unabhängig davon bezahlt werden soll, ob der Betroffene sagt, mir ist ein Schaden entstanden. Ja. Könnte man verdeutlichen, ja. Ja, ich würde den letzten Teil komplett dort rausnehmen, weil es komplett an sich ganz was anderes ist, hat mit dem vorherigen Redaktion nichts zu tun, dass wir überprüfen müssen, ob die Arbeit der Sozialbehörden sauber abläuft, rechtlich im Rahmen ist und drum und dran. Das hat mit dem vorherigen überhaupt nichts zu tun. Und ich will oben das Wort Automatismen rausnehmen, weil das irgendwie, da muss man es anders da finden. Automatismus ist immer für Leute irgendwas, was irgendwie abgeht, ohne dass man noch Einfluss auf irgendetwas hat. Und das will garantiert keiner haben. Also ich will jetzt mal ganz grundsätzlich sagen, ich kann mir vorstellen, dass, wie du gesagt hast, das einer der kontroversen Anträge ist, der sicherlich riesen Redeschlangen hinter sich herziehen wird, ja. Weil das natürlich so einen gewissen unausgesprochenen Sozialneid wieder wahrscheinlich nach dem Motto, die kriegen jetzt am Ende das Geld auch noch zugesteckt, wenn sie nur sagen, ich brauche das. Also da muss, das wird bestimmt zu heftigen Diskussionen führen oder auch zu Ablehnung dieser ganzen Sache. Ich finde es grundsätzlich gut, aber selbst ich habe da noch meine Bauchschmerzen mit, wie das hier formuliert ist. Dass das so mit diesem Automatismus nach dem Motto, ich beantrage und dann muss halt die Behörde gucken, dass sie quasi das Geld wieder zurückfordert. Das ist auch ein bisschen realitätsfern sozusagen im Moment, weil die Behörden sozusagen, da muss man ja viel umbauen. Ich finde es ja gut, aber ich sag mir, das wird sozusagen genauso was wird wahrscheinlich wie blöd bemängelt werden. Ich finde es nach wie vor richtig, dass der dritte Absatz ein eigener Antrag ist, weil der ist relativ unkontrovers und sollte auch eine Selbstverständlichkeit eigentlich jetzt schon darstellen. Und aber die ersten beiden finde ich viel Glück. Also ich hoffe aufs Beste. Ja, ich sehe da ein gewisses Missbrauchspotenzial in dem ersten Absatz. Dadurch, dass Leute möglicherweise sich dann bemüßigt fühlen, ja, ich gehe dann mal hin, gebe alles aus und dann sollen sie mal schauen, wie sie es wieder von mir zurückfordern. Wenn eine entsprechende Kultur für dieses da ist, dann ist das eine super Idee. Also da bin ich auch auf jeden Fall auf eurer Seite und ich würde auch für diesen Antrag durchaus stimmen, aber ich sehe eben die Gefahr, dass Leute eben genau diesen Gedanken, den ich jetzt gerade ausgesprochen habe, eben auch folgen und aus diesem Grund das Ganze dann ablehnen könnten. Eventuell müsste man das oder sollte man so etwas mehrstufig einführen, eben dass man erstmal ein Klima baut, dass man für die Notwendigkeit wirbt, dass eben diese Lastenumkehr geschieht und dann in einem späteren Schritt das dann tatsächlich vollzieht. Also wir haben im Moment, so wie es in den Sozialsystemen aussieht, haben wir eine, das, was man in, normalerweise in der Juristerei wohl eine Beweislastumkehr nennt. Die würden wir damit aushebeln und wieder auf die richtige Füße setzen, so nach dem Motto, der Staat muss beweisen, dass jemandem das Geld nicht zusteht. Diese Pflicht hat er im Moment auch und es gibt im Moment auch die entsprechenden Mechanismen für Rückforderungen von zu viel gezahlten, erschlichenen Sozialleistungen. Die Mechanismen gibt es. Sie müssten dann, weil dann wahrscheinlich zunächst in der Anfangszeit dann ein gewisser, sagen wir mal,
mehr Bedarf besteht, wahrscheinlich ausgebaut werden am Anfang. Aber es wäre mit unserem Rechtssystem nach meinem Dafürhalten eigentlich gemeinsam, also besser gestellt, gleichgestellter. Den Rest schließe ich mich erstmal an. Es ist ja oft noch so, auch noch da zusätzlich, weshalb ich diesen Antrag auch großartig finde, ist, dass die Menschen die Leistungen, die ihnen eigentlich zustehen, trotzdem nicht bekommen. Richtig. Weil mit diesen Leistungen restriktiv umgegangen wird. Und wenn diese Menschen nicht jemanden hätten, der ihnen hilft, auf dem Amt an diese Leistungen zu kommen, dann würden sie sie gar nicht kriegen. Es gibt außerdem noch Menschen, die gar nicht wissen, welches Portfolio an Leistungen ihnen überhaupt zusteht und diese die dann auch nicht kriegen. Das heißt, diese Version würde erstmal Leistungen zahlen und dann erst schauen, ob diese Menschen berechtigt sind. Jetzt sind sie vielleicht berechtigt, aber kriegen die Leistungen gar nicht. Ich möchte jetzt mal gerade mein Gegenargument anführen. Also natürlich haben wir das alles bedacht. Ich sehe auch das Risiko, deswegen habe ich diesen Antrag auch vorgeholt, dass genau das passiert. Faktisch ist es natürlich so, jemand, der Leistungen bezieht, also jemand geht aufs Amt, sagt sich, geil, jetzt kann ich irgendwie alles Mögliche beantragen, beantragt alles Mögliche, kriegt es auch erstmal, gibt es aus, hat ein halbes Jahr später, ein Jahr später das Urteil vorliegen, dass dieser Leistungsbezug nicht berechtigt war. Er ist auch darüber informiert worden, dass das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so sein könnte und muss es zurückzahlen. So, tut er das nicht, dann kommen wir in ein Strafverfahren rein. Also das heißt, es gibt legitime Mittel, um den Missbrauch zu verhindern. Ja? Aber im Moment ist es die Frage ist quasi die vor dem Missbrauch. Im Moment ist es so, die Lasten liegen auf Seiten der Bedürftigen. Die müssen erstmal aussitzen, dass sie Geld noch nicht kriegen, was sie bräuchten. Der Staat mit seiner ganzen Macht sagt, komm, kämpf dich erstmal an mir ab. Komm, ja, schlag zu und dann schau mal. Und irgendwann, manchmal muss der Staat sagen, okay, du kriegst es jetzt. Und in diesem Fall wäre halt, wo soll die Last liegen? Sie soll eigentlich bei den Schwächeren liegen. Und der Staat als der Stärkere müsste aushalten, dass er möglicherweise den Aufwand hat, unberechtigte Mittel zurückzufordern und in einem bestimmten Prozentsatz der Fälle auch abschreiben müsste, weil er sie nicht bekommt. Ja? Deswegen auch Lastenumkehr zu gehen. Ja, ist ja auch jetzt schon so beim Kindergeld. Also die Leute bekommen Kindergeld. Und wenn irgendwann festgestellt wird, dass zu viel Kindergeld ausbezahlt wurde und die Konditionen gar nicht mehr vorhanden waren, dann wird auch zurückgefordert. Ja, das ist durchaus jetzt schon der Fall. Wir haben jetzt hier ziemlich gute Begründungen gehört. Der Boris hat es auch eben schon gesagt, sie stehen leider in der Begründung da vorne nicht drin. Ich finde, gerade weil dieser Antrag so unheimlich strittig ist, würde ich die unheimlich ausbauen. Also wir haben jetzt hier unheimlich gute Punkte gehört und die müssen einfach in irgendeiner Form mit in den Antrag rein, um diese ganzen Bedenken abzubauen irgendwo. Anders lässt sich das, also diese das wird nicht unter dem Radar fliegen. Also das wird kommen. Da muss so eine Begründung sein, jedenfalls. Das Problem ist, in den Antrag selber gehört es nicht rein. Der Antrag selber ist so schlüssig und gut formuliert, finde ich. Aber es muss vom Redner dann halt vorne vorgetragen werden und muss für diesen Antrag gut gekämpft werden dann auf dem LPT. Ja, dann, was mich momentan stört, dass hier immer nur von Missbrauch geredet wird. Wir haben ja als Ziel der Piraten ein BGE zu bekommen. Dann ist das der ganz normale Gebrauch. Ich meine, von wie viel 100 Milliarden reden wir jetzt hier eigentlich, wenn wir dann den Missbrauch immer in den Vordergrund stellen, als ob uns da ein paar Hartz-IVler den Staat ruinieren könnten. Das ist also ein Unfug ohne Ende. Deswegen ist schon sinnvoll, wie gesagt, dass der Rechtslastumkehr da ist, dass der Staat es beweisen soll, dann holt er sich lieber 100 Euro halt eben wieder, wenn es wirklich mal missbräuchlich war. Ich hätte eine Idee für die Überschrift, wie wäre es denn einfach mit Rechtsanspruch auf Sozialleistung? Ganz einfach nur das reinschreiben, weil ein Automatismus ist irgendwie, wie gesagt, nicht meine Art und Weise. Ja, im Prinzip ist das, was ich sagen wollte, schon soweit gesagt worden von dir. Auch ich bin der Meinung, dass der Antrag eben so sehr gut ist, aber eben die Begründung ausgearbeitet werden sollte. Vielleicht kann man das ja so machen, dass man das Ganze mehrstufig macht, dass man also quasi in der Begründung mehr oder weniger nur Stichworte drin hat,
und dann verweist auf weitere ausführliche Begründungen. Weil das Problem ist halt immer, auch die Leute, die sich mit den Anträgen auseinandersetzen, je umfangreicher das ist ja die Schwierigkeit bei solchen Dingen, das ist ja eine sehr komplexe Materie, die schalten dann irgendwann ab. Ich kann es nur wieder sagen, je komplexer und je größer ein Antrag ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aussteigt und sagt, das ist mir zu viel. Deswegen kurz und prägnant die wichtigsten Argumente vorne und dann eben sagen, eventuell verweisen auf einen längeren Text, der das Ganze dann eben dann in größerer Tiefe behandelt. Ich wollte noch ganz kurz noch was dazu bringen, was eben auch schon aufgefallen ist mit dem Vorgängerparagraphen, wir diskutiert haben. Wir haben ja als Piraten viel weitergehende Ideen. Wie gesagt, fahrscheinlose Nahverkehr oder umlagenfinanzierte BGE und dergleichen mehr. Es sollte immer wieder hiermit aufgeführt werden, dass es im Prinzip nur ein Übergangsschritt ist, bis wir dann irgendwann das unser Endziel erreicht haben. Das sollte man vielleicht auch entweder die Begründung oder schon im Absatz mit reinschreiben. Also ich finde es richtig, wenn wir mit diesem Antrag kommen. Man darf nicht wie ein Hase vor einer Schlange stehen und sagen, wir wissen nicht, ob das durchkommt oder nicht durchkommt. Es ist im Grunde egal, wie es entschieden wird. Wenn wir von der Richtigkeit der Sache überzeugt sind und wir sind es im Moment, wie ich sehe, dann sollen wir es einbringen. Ich mache allerdings einen Vorschlag, dass wir den dritten Absatz davon abkoppeln. Das ist, glaube ich, das würde dem Antrag gut tun, wenn wir das, ja. Also in dem Antrag ist ja in erster Linie von Leistungsanspruch die Rede. Also es wird jetzt in der Runde von eigentlich als Erstantrag interpretiert, also als erstmaliger Leistungsanspruch. Ich nenne mal ein Beispiel, wie das auch laufen kann. Zum Beispiel wird eine Sanktion verhängt. Die Sanktion ist aber vielleicht nicht berechtigt. Es gibt einen Widerspruch, aber es wird trotzdem schon mal das Geld gekürzt. Und das soll auch vermieden werden. Das wäre ein prägnantes Beispiel. Also nicht nur als Erstantrag interpretieren, sondern als allgemeinen Leistungsanspruch. Das wäre sehr wichtig. Gut, also wir trennen die Anträge und wir machen die Begründung deutlich länger. Ich muss ehrlich sagen, die Anträge habe ich am 26. um 23.50 Uhr etwa in den Vorstand gepostet und ich war so verkatert nach einer Woche dauernd Telco, dass ich die Begründung nicht mehr schreiben mochte. So, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich habe also strittig, das Krasseste, was wir haben, die Sanktionsmoratorium. Gibt's da, ist das strittig? Muss man darüber reden? Okay, ich bitte darum, nicht zu diskutieren, ob das notwendig ist, sondern ob dieser Antrag durchkommen kann oder was, wie man ihn gut verkaufen kann. Es geht nicht um die Frage, finden wir das gut. Die Piratenpartei Hessen fordert eine sofortige Aussetzung aller Sanktionen zur Durchsetzung sozial- und oder fiskalpolitischer Ziele. Da muss noch eine Zielgruppe eingefügt werden. Sanktionen, die die Möglichkeit von Menschen auf ein Leben in Würde ohne existenzielle Bedrohung und mit gesellschaftlicher Teilhabe einschränken, können kein Mittel eines Staates sein, der seine Bürger achtet. Das Land Hessen sowie die hessischen Kreise und Kommunen sollen alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine Verhängung derartiger Sanktionen unverzüglich zu stoppen. Die Begründung, ja, die Begründung kann ich auch vorlesen, die ist aber wie üblich noch etwas knapp. Ein Staat, der seinen Bürgern mit einer Beeinträchtigung in grundlegenden Daseinsbedürfnissen droht, um sich nicht mit den Folgen von technischer Modernisierung, der Ideologie unbegrenzten Wachstums und von überkommenen Strukturen auseinanderzusetzen, und der dabei nur die Interessen eines Teils seiner Bevölkerung vertritt, beraubt sich nicht nur seiner Legitimität. Eine solche Handlungsweise ist auch kurzsichtig und gefährdet längerfristig das Funktionieren des gesamten Staates. Sanktionsdrohungen dieser Art sind eine Form von Gewalt und vermitteln den Betroffenen damit diese als legitimes Mittel der Problemlösung. Und der letzte Satz bezieht sich dann auf den zweiten Abschnitt quasi. Insbesondere in Optionskommunen haben die regionalen Dienstherren Weisungsrecht. Also es geht nur darum zu sagen, warum, also man kann tatsächlich auch etwas regional und landesweit tun, weil Sanktionen an sich natürlich ein Mittel in Bundesgesetzgebung sind.
Da können wir uns auch gegen aussprechen, das finde ich auch erstmal sinnvoll, aber wir haben quasi, selbst wenn wir hier im Land an der Macht wären, keinen Einfluss darauf. Deswegen dieser Anhang. Könnt ihr mal ein konkretes Beispiel nennen, was, also was jetzt nicht mehr gehen würde, wenn wir das an, wenn das umgesetzt würde? Du erfüllst deine Pflicht, dich um Arbeitsplätze, also du bist ALG-2-Empfänger, erfüllst deine Pflicht, Bewerbungen zu vollziehen, nicht und wirst danach gekürzt. Deine Bezüge werden gekürzt. Und das geht jetzt nicht mehr. Das ginge dann nicht mehr nach. Herbert, ich gebe dir das gleich, dann kannst du das machen. Ich wollte jetzt gar nicht auf ein konkretes Beispiel raus, obwohl das gar nicht so schlecht war. Aber das sind eigentlich nur das Disziplinierungsmaßnahmen oder als solche sind sie gedacht. Aber es ist möglich, in diesem Rahmen jemanden auf Null zu setzen. Und es kam schon häufiger vor, dass es sind schon Leute verhungert. Es haben sich schon Leute umgebracht, weil sie die Stromrechnung nicht bezahlen konnten. Ja. Und. Also da würden quasi, das ist sofort, sobald man die sanktioniert, bringt man die in existenzielle Nöte, weil die haben keine Rücklagen. All das musst du vorher aufbrauchen. Du musst deine Lebensversicherung aufbrauchen, du musst all deine Mittel aufbrauchen, die du hast. Wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, hast du nichts mehr. Und wenn du denen einen Teil dieser Leistungen kürzt, bringst du sie sofort in existenzielle Nöte. Ganz kurz dazu auch noch einen Satz. Das hat mir gefehlt und es fehlt mir auch noch in der Begründung. Also nur ganz kurz noch ein Beispiel aus der Praxis, weil meine Lebensgefährtin das selbst so erlebt hat. Sie wurde aufgefordert, zu einer Weiterbildung zu gehen mit zwei kleinen Kindern, mit zwei Säuglingen. Keine Möglichkeit, die vorher irgendwie abzugeben, und es wurde eben sofort angedroht, wenn sie da nicht erscheint, wird ihre Leistung gekürzt. Ja. Das kann ganz schnell passieren. Also ganz wichtig ist, wenn ich jetzt wieder strategisch denke beim Parteitag, ihr müsst einfach klar, also erstmal ist sofort bei allen Leuten im Hinterkopf Missbrauchpotenzial, nicht wahr? Die Leute müssen sanktioniert werden, wenn sie gegen die Spielregeln verstoßen. So, und da musst du jetzt kommen und sagen, was dir schon angedeutet ist. Geht es darum, wollen wir die Leute disziplinieren oder wie soll das funktionieren? Also sind wir als Piraten dafür, sehen wir den Staat in der Rolle, großflächig zu disziplinieren oder nicht? Das ist sozusagen die Grundfrage bei dem Antrag. Und das sozusagen muss im Prinzip dargestellt werden. Sonst kann man sich da bis mal umfallend drüber unterhalten, welches Missbrauchpotenzial hier gerechtfertigt ist. Ja. Also gerade vor kurzem ein Beispiel, ein Freund von mir, der betreut Knackis, die frisch aus dem Knast kommen und wieder in die Gesellschaft zurückfinden sollen. Und da war ein junger Mann aus Griechenland, keine Ahnung, und die brauchen irgendwie keine Aufenthaltsgenehmigung, aber irgendeine Erlaubnis, dass sie hier leben. Und die hatte er, aber sein Personalausweis war abgelaufen, während er im Knast war. Und dann hat er kein Geld bekommen, hat bei seiner Mama gewohnt, dann hieß es, er kriegt kein Geld, aber die Mama kriegt das Hartz IV gekürzt, weil er jetzt ja bei ihr wohnt. Solche Dinge gibt es dann, dass sie quasi nicht nur ihn, sondern auch noch gleich seine Mutter verschlechtert haben und in Not gestellt. Und solche Dinge, die kannst du Bücher schreiben von denen, die sind das Entscheidende. Ja, das sind eigentlich Fälle, es geht hier um, dass die Existenzgrundlage einfach entzogen werden kann. Ja, ja. Ich möchte auch... Ganz kurz mal, weil ihr redet immer jetzt vom Missbrauchpotenzial. Du musst klar sein, Hartz IV ist das Existenzminimum. Und darunter. Ja, wir reden immer hier vom Missbrauch und sonst was. Hartz IV ist das Existenzminimum und darunter kann man an sich nicht existieren. Sei denn irgendwo im Knast oder sonst wo eingepackt irgendwas. Ich hätte noch eine andere Frage, was sind denn eigentlich Sanktionen zur Durchsetzung von fiskalpolitischen Zielen? Ist das gegen Steuerhinterzieher? Nein. Fiskalpolitik ist nicht Steuerpolitik, sondern Geldpolitik, das geht also Wirtschaftspolitik. Das heißt, fiskalpolitische Ziele sind Ziele, bei denen es darum geht, Ausgaben zu sparen. Ja, ich würde das hier rausstreichen, weil es mit dem Sozialprogramm damit nichts zu tun hat, auch wenn es im Endeffekt deswegen gemacht wird, dass da gespart wird. Das fand ich jetzt sehr, sehr gut, was du gesagt hast. Die Frage ist, kann man das nicht irgendwie genau in einer ähnlichen Form vielleicht
als diesen Antrag umformulieren in eine ähnliche Form, dass man wirklich sagen kann, es ist wirklich das Existenzminimum und man kann nicht unter das Existenzminimum sanktionieren. Damit hätte man genau das ausgedrückt, was das Wesen dieses Antrags ist und was auch, also so wie er jetzt dasteht, sehe ich eben auch die Gefahr, also ist es einfach, kommt es emotional ganz anders an, um es mal so zu sagen. Dann mache ich mal einen Vorschlag, und zwar den ersten und den zweiten Satz zusammenzulegen und daraus zu machen, die Piratenpartei Hessen fordert eine sofortige Aussetzung aller Sanktionen, die die Möglichkeit von Menschen auf ein Leben in Würde ohne diese existenzielle Bedrohung und gesellschaftliche Teilhabe einschränken. Ja? Gut, Moment, ich möchte noch eine Sache schon die ganze Zeit sagen. Ich möchte noch eine Sache, also wenn ich jemanden bisher diesen Antrag erklärt habe, der stammt aus meiner Feder, der ist auch nicht vom ganzen AK Soziales eingereicht. wenn ich jemandem diesen Antrag erkläre, dann, also ich habe die erste, als ich das im AK Soziales vorgebracht habe, war die erste Äußerung, ja klar, das ist doch eine kardinal linke Position. Und das ist mir vollkommen egal. Ich betrachte mich selber nicht als besonders links und mein Ansatz, so einen Antrag zu stellen, ist ein komplett anderer. Ich würde ihn auch zum Beispiel nicht so argumentieren wie du, dass es Leute in Elend treibt. Für mich ist das eine staatsbürgerliche Grundforderung. Die Frage ist nicht, welche Folgen haben diese Sanktionen, sondern die Frage für mich ist, kann der Staat mit Bürgern mit einer Drohkulisse in existenziellen Nöten umgehen. Das ist eine Frage des Verhältnisses zwischen Staat und Bürgern. Und ich finde, der Staat beraubt sich seiner Legitimität. Der beraubt seine Existenz seiner Legitimität, wenn er mit Gewalt gegenüber Bürgern arbeitet, die sie unter existenzielle Bedürfnisse drückt. Es geht also nicht um die Folgen. Es geht tatsächlich darum, dass das keine Handhabe zwischen der Organisation von Bürgern, was der Staat ist, und den Bürgern selber sein kann. Deswegen ist das für mich sozusagen, ich hätte diesen Antrag auch gestellt, wenn ich bei der CDU wäre. Ja, ganz kurz gesagt, in anderen Fällen würde man es Missbrauch von Abhängigen nennen. Ja. Ja, genau, ja, ja. Das ist Nötigung. Es ist auch Nötigung, ja, ja. Es geht einfach, es verletzt Grundwerte, die jetzt auch gar nicht mehr mit den konkreten Summen oder so zu tun haben. Ich finde es lustig, jetzt wo du das gesagt hast, was so deine Intention von dem Antrag ist und ich den Antrag nochmal durchlese, lese ich in dem Antrag genau das, was wir hier die ganze Zeit eigentlich sagen. Ich habe es nur vorher nicht verstanden. Und das Problem ist, glaube ich, es steht im zweiten Satz. Im ersten Satz steht, Piratenpartei Hessen fordert die sofortige Aussetzung aller Sanktionen zur Durchsetzung sozial- und fiskalpolitischer Ziele. Und das ist erstmal was unheimlich Allgemeines und auch was unheimlich Leeres für mich jetzt erstmal im ersten. Und erst in der Erläuterung finde ich das eben zu spät. Und ich finde es auch fast ein bisschen zu allgemein oder ich weiß es nicht genau. Ich kann selbst nicht abschätzen, was jetzt alles unter die Durchsetzung von sozial- und fiskalpolitischen Zielen fällt. Da kann unheimlich viel dazugehören. Da kann vielleicht auch dazugehören, in irgendeiner Form irgendwie Steuern einzutreiben, um dann den Sozialstaat zu finanzieren oder irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Aber deswegen, ich würde einfach den Schwerpunkt mehr auf diesen zweiten Satz legen. Du hast 100%ig recht. Einfach ersten und zweiten Satz austauschen, fiskalpolitisch raus und das Ganze ist runder und verständlicher. Schon durchgestrichen. Ich wollte meine Argumentation nochmal verteidigen und gar nicht gegen deine Reden, weil ich auch eure oder deine jetzt, der Herbert hat ja eine gleiche Kerbe geschlagen, total großartig finde, aber ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht habe, dass das ja selbstverständlich das Totschlagsargument ist. Also das ist ganz klar, aber trotzdem geht es, in unserer Gesellschaft ist Sozialdarwinismus ein relativ großer Faktor. Das heißt, wenn man diesen Antrag einbringt, wird man genau das irgendwann hören. Irgendjemand sagt das. Und wie gehst du gegen die vor, die sich den Kram nehmen? Rückforderung. So, und das heißt, man muss zumindest im Petto haben, dass man auf diese Frage irgendwas antworten kann. Und dann finde ich schon die Frage, kann man sich überhaupt als Staat vorstellen oder können wir uns überhaupt vorstellen, dass ein Staat disziplinierend tätig wird auf dieser Ebene? Und wenn ja, kann man das vom Geld trennen? Also das wären ja zwei verschiedene Dinge. Das ist okay, der kann schon gewisserweise, könnte der vielleicht, wenn man damit was zugeben muss, aber vielleicht kann es unabhängig vom Geld, denn das bringt einem ja sofort in existenzielle Nöte. Mhm.
was Missbrauch anlangt, die Missbrauchsfrage wird auf alle Fälle kommen, das ist klar. Was Missbrauch anlangt, ist das nicht Annehmen einer Arbeit, wie zum Beispiel in einem Callcenter für 5,60 Euro oder was weiß ich, ist die Nichtannahme dessen etwas, was sanktioniert werden muss? Ist das ein Missbrauch? In meinen Augen nicht. Wenn jemand Missbrauch betreibt, was in meinen Augen wäre zum Beispiel Schwarzarbeit während des Bezuges, gibt es immer noch die Möglichkeit der Rückforderung. Und da kommen wir dann wieder in den strafrechtlichen Bereich rein. Und das ist eine ganz andere Baustelle. Sanktionieren in dieser Form bei Leuten, die auf dieses Existenzminimum angewiesen sind, gehört für mich abgeschafft. Ja, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, also die 374 Euro sind das Existenzminimum. Es stellt sich die Frage, ob das überhaupt sanktioniert werden kann, ob das verfassungswidrig überhaupt, ob es nicht verfassungswidrig ist. Ja, genau. Also ich habe mal mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der sagt, also seiner Meinung nach sind Maximum 10% zulässig. Also damit könnte man vielleicht noch überleben. Aber wohlgemerkt, diese 374 Euro und die Unterkunft sind das Existenzminimum. Und wenn man dann, was die Regel ist, zum Beispiel, du hast das Szenario genannt, also es wird eine Arbeit nicht angenommen aus den Gründen Niedriglohn etc., dann wird man mit mindestens 30% schon sanktioniert. Und es gibt auch Fälle, wo das Wiederholungsfälle, da sind es dann 60 und irgendwann 90. Und das ist nicht nur gegen das deutsche Grundgesetz, das ist gegen so ziemlich alle Gesetze, die sich mit Menschlichkeit und Würde beschäftigen. Also Europäische Charta der Menschenrechte, UN-Menschenrechtscharta und so weiter. Und aus dem Grund sollte dieser Antrag dann angenommen werden. Das müsst ihr vor allem sagen, wenn ihr den Antrag vorne braucht. Ja, hoffentlich behalte ich das. In die Begründung schreiben vielleicht ein paar Stichworte, damit der Case hier vielleicht wieder ein. Ja, ja. So, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich würde jetzt gern noch zu einem Antrag, der nämlich auch im AK Soziales ziemlich umstritten war, den ich jetzt gerade gar nicht wiederfinde. Naja, wenigstens einmal lesen und hören, ob es totaler Müll ist. So, das ist der hier. Ich lasse ihn jetzt mal gerade im Pad, weil ich ihn anscheinend vergessen, im Wiki, weil ich ihn vergessen habe zu kopieren. Entschuldigung, jetzt mache ich ihn auch noch weg. Nein, das ist nicht der Tierschutz. Ehrenamt, genau. Ja. Text. Förderung des Ehrenamtes. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind gelebte Solidarität. Die Piratenpartei Hessen setzt sich dafür ein, ehrenamtlichen Tätigkeiten deutlich mehr Bedeutung zu geben. Ehrenamtlich Tätige sollen Verantwortungen übernehmen können, die ihnen trotz entsprechender Erfahrung bislang nicht zugestanden werden. Gleichzeitig sollen sie mit ihrer Tätigkeit umfangreiche Ansprüche erwerben. Auf Qualifizierungen, auf professionelle Unterstützung in der Ausführung ihrer Tätigkeit. Ihre Tätigkeit soll in wichtigen rechtlichen Fragen anerkannt werden, wie eine reguläre Anstellung mit den sich daraus ergebenden Ansprüchen, zum Beispiel auf Renten, auf nichtgeltliche Leistungen der öffentlichen Hand, zum Beispiel Wohnrechte in Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus oder freie Dauertickets für den ÖPNV. Okay, das Wiki hat hier auch leider die Formatierung zerschossen. Soziale Institutionen sollen verbindlicher mit der Arbeitskraft ehrenamtlich Tätiger planen dürfen, als das bislang der Fall ist. Professionelle Mitarbeiter müssen verpflichtet werden, mit den ehrenamtlich Tätigen vollumfänglich zusammenzuarbeiten. Okay. Ich gebe es gleich mal weiter, ich kopiere ihn nebenbei in die Dings und formatiere ihn nochmal. Also ich weiß, dass ich den Antrag auf dem Landesparteitag direkt ablehnen würde. Allein schon, ich meine, hier in diesem Land werden lauter Orden verteilt für die ganzen Ehrenamtlichen, weil das super ist, ja, weil das ganz toll ist, zu arbeiten, ohne Geld dafür zu kriegen. Und genau das Gleiche passiert mit den ganzen Praktika, die sind auch ganz toll und alle ganz erforderlich und so. Und letzten Endes führt es dazu, dass immer mehr Leute kein Geld für Arbeit bekommen. Also das ist noch weniger als unter Mindestlohn, das ist nämlich gar nichts. Und das auch noch zu fördern, würde ich nicht unterstützen.
sehe, ich bin mir nicht, also ich würde es jetzt erstmal auch ablehnen, denke ich oft. Ich bin mir bei vielen Punkten oder insgesamt nicht ganz sicher, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber so aus meinem jetzigen Verständnis heraus würde ich es einfach ablehnen, weil ich auch, ein Missbrauchspotenzial sehe. Also wenn ich jetzt lese, also professionelle Unterstützung und in der Ausführung ihrer Tätigkeit kann ich voll unterstützen, das ist klar. Die sollten Unterstützung bekommen, die sollten auch professionelle Leute an die Hand gegeben bekommen, das muss nur wieder mal einer machen. Die Frage ist jetzt, sollten sie jetzt Ansprüche erwerben auf, also sollten sie automatisch Ansprüche auf Qualifizierung haben? Also sollte jeder automatisch dahergehen können und sagen können, hier, ich mache hier irgendwas, obwohl ich davon jetzt noch keine Ahnung habe und deswegen muss der Staat mir jetzt eine Qualifizierung bezahlen in dem Bereich. Wie gesagt, vielleicht verstehe ich das jetzt auch wieder falsch. Ihr könnt mich ja gleich korrigieren. Ich gebe erstmal weiter. Ich glaube, es ist... Wir hatten doch am Anfang der Diskussion diesen halben Schritt zum BGE genannt, wo wir sagen wollten, dass wir ein neues Verhältnis zur Arbeit wollen. Und dazu gehört ja auch ehrenamtliche Arbeit. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass dieser Antrag vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, weil wenn wir wirklich dahin gehen, dass wir ehrenamtliche Arbeit als ebenso wichtig anerkennen wie eben die bezahlte Arbeit und eben auch die familiäre Arbeit und eben dann auch darauf hinarbeiten, in Richtung, wie auch immer man das nennen will, also BGE ist ja ein Begriff, den man sehr vieldeutig auch deuten kann, aber eben, dass wir dahin gehen wollen, dass eben auch ehrenamtliche Arbeit sich tatsächlich lohnt, zu machen, dann halte ich diesen Abschnitt, wie gesagt, allerhöchstens für den allerersten Anfang, aber vielleicht kann man auch darauf verzichten, wenn das eben durch den ersten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Antrag das gewesen war, wenn das dadurch schon deutlich wird. Ja, das Problem, das wir haben, ist mittlerweile, dass alles Mögliche in diesem Staat pervertiert wird, auch das Ehrenamt. Freiwillige Feuerwehren gibt es seit hunderten von Jahren und die machen ehrenamtlich den Brandschutz. Und das ist klar, sonst wird es überhaupt nicht funktionieren. Nur mittlerweile kommen dann Gemeinden auf die Idee, auch irgendwelche Aufgaben der Gemeindeverwaltung auf irgendwelchen Ehrenamtler zu verlasten, nach dem Motto, Hauptsache wir können Geld sparen. Und das kann es nicht sein. Was hier mir wichtig wäre, gerade in der Feuerwehr kenne ich das, Ehrenamtler brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit, wenn sie im Ehrenamt arbeiten. Das heißt, dort müsste eine Sicherung drin sein, dass wenn irgendetwas passiert, ein Unfall oder so etwas, dass die Leute entsprechend geschützt sind. Bei der Feuerwehr gibt es etwas Ähnliches, ne? Aber auch da, nachdem dann die Feuerwehrsicherung privatisiert worden ist, fangen die jetzt an zu diskutieren, ob ein Herzinfarkt ein Unfall ist oder eine Krankheit oder entsprechend, ob man Feuerwehrleuten die Leistung entziehen kann. Die Intention hinter dem Antrag ist genauso wie früher schon mal, dass es der halbe Weg zum BGE ist. Ich muss, wenn ich das BGE als Option, dem BGE als Option näher kommen will, dann muss ich auch, dann kann ich nicht nur an der Einkommensseite ansetzen, meines Erachtens nach, und sagen, okay, man muss den Leuten quasi die Existenz sichern, unabhängig von dem, was sie tun, sondern ich muss auch an der Tunseite ansetzen und sagen, das Tun muss unabhängig vom Einkommen werden. Das stärkt tatsächlich Sektoren, in denen Leute arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden. Das ist auch Ziel dieses Antrages, solche Sektoren zu stärken, weil sich das im gesamten Prozess gesellschaftlich meines Erachtens nach letztlich bewähren würde, weil es die Tätigkeiten von der Einkommenslage entkoppelt. Ich sehe das Problem und deswegen war meine Überlegung, das Ehrenamt dadurch aufzuwerten, dass es bestimmte nicht geldliche Leistungen bekommt. Ja. Im Moment ist es so, dass die also ein gutes Beispiel ist die Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel. Da arbeiten Leute in einer gesellschaftlich wichtigen Form. Das ist auch wichtig. Ja, man bekommt für die Arbeit eben etwas, was wir beim BGE immer als Argument benutzen. Arbeit ist mehr als Geld. Also Arbeit ist auch Anerkennung, Bedeutung des Tuns und so weiter. Man bekommt Qualifikation. Also bei der Freiwilligen Feuerwehr sehr hoch. Du wirst qualifiziert, um dann Tätigkeiten machen zu dürfen. Das heißt, du kriegst einen nicht geldlichen Gewinn. Den würde ich noch stärken. Du bekommst Freistellungen von der Arbeit zum Beispiel, wenn du Aufgaben im Rahmen deines Ehrenamtes erfüllen musst und kannst und so weiter. So gibt es noch einige Nebennutzen.
Und meine Überlegung hinter diesem Antrag wäre, das auf eine das diesen Effekt, den die Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel schon hat, zu verbreitern in viele andere Tätigkeiten. Ja. Ich verstehe deine Intention, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg zu einem Grundeinkommen ist. Also der Punkt ist, wenn wir ein Grundeinkommen durchsetzen, kommen wir nicht umhin, auch ein konkretes Finanzierungskonzept direkt mitzuliefern. Ansonsten lässt sich sowas gar nicht umsetzen. Hier ist es erstmal eine Forderung, wo das eben nicht so ist. Also ja, wir wollen das Ehrenamt stärken, aber wir müssen noch nicht direkt, also es hängt einfach unheimlich vieles da dran an diesem Antrag, glaube ich, was sich nicht absehen lässt. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen ist das eben, glaube ich, runder, weil es eben das Gesamtkonzept ist, schlicht und einfach. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Und ich habe das Gefühl, dass der Antrag erst dann Sinn machen täte, wenn wir das BGE überhaupt hätten. Also der ist sozusagen zu früh. Ja, was vorhin auch mit den anderen beiden Anträgen auch schon war, wir haben weitergehende Ziele und das sollte nicht aus den Augen verloren werden und sollte immer mit hinein, dass das im Prinzip Milestones auf diesem Weg dorthin sind, dass wir das halt als Zwischenschritt betrachten als Brückentechnologie. Ja, bei dem Antrag, solange wir noch keinen BGE haben, wie willst du mit dieser Förderung verhindern, dass es in die Sklaverei abdriftet statt BGE? Das ist die Gefahr, die ich bei dem Antrag sehe. Sklaverei ist Arbeiten gegen Essen. Ja? Also was ich noch mitnehmen würde daraus, ich glaube, so formuliert finde ich ihn auch nicht ideal, weil es schon vieles gesagt worden, warum. Aber was ich gerne mitnehmen würde, wäre, und ich glaube, das steckt ja auch in eurem Antrag, ist, dass das Ehrenamt gegenüber Arbeit oder dem traditionellen Begriff von Arbeit zu stärken. Und es gibt natürlich Bereiche, Ehrenamt, Freiwillige Feuerwehr wurde schon genannt, wenn die also raus müssen und löschen, dann gibt der Arbeitgeber, stellt die dafür frei. In verschiedenen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist das aber nicht der Fall. Und nehmen wir mal den Fall Ponada, da wurde so argumentiert, hast du überhaupt keine Zeit, dich um Arbeit zu kümmern, weil du dich sozialpolitisch engagierst. Und da könnte man natürlich schon drüber nachdenken, sag mal, möchte man eventuell das Ehrenamt gegenüber der Arbeit an sich stärken und den Ehrenamtlichen was mit auf den Weg geben, wie die ihre ehrenamtliche Tätigkeit besser ausführen können. Aber so formuliert kann ich nur der Runde recht geben, ist es missverständlich, weil es der jetzigen Gesellschaft die Möglichkeit an die Hand geben könnte, Ehrenamtliche noch stärker auszunutzen, als das derzeit schon der Fall ist. Ich muss jetzt weg, weil ich ja gleich meinen eigenen Slot habe. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich meine Kritik vom Anfang komplett zurücknehme. Das habt ihr super gemacht. Ich glaube, ich mag einfach keine Präambeln, das ist alles. Also es ist alles andere, was jetzt kam, war wirklich top auf den Punkt. Das wollte ich nur noch. Sollten wir die Präambel vielleicht als letztes abstimmen? Ja, am besten vielleicht. Ich wollte nur noch mal... Ich wollte nur noch mal ganz zum Schluss anmerken, so wie es jetzt zuletzt gesagt wurde, halte ich den Antrag ebenfalls für sinnvoll. Vor allen Dingen von dem Hintergrund dessen, was mir neulich, ich weiß nicht, vielleicht warst das sogar du, Volker, der mir das erzählt hat, dass es mittlerweile Arbeitgeber gibt, die in ihre Arbeitsverträge reinschreiben, dass man nicht Mitglied bei der Feuerwehr sein darf, beziehungsweise bei Einsätzen nicht den Arbeitsplatz verlassen darf. Ja. Okay, ja, dann danke ich den Anwesenden schön, auch wenn keine mehr da sind, und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.